kann ich behilflich sein, Herr der Finsternis? Ich suche nach einem Date. Verstehe, du suchst nach einer Diät. Nein, 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 ich möchte jemanden kennenlernen. Verstehe, du möchtest Melonen entkernen. Kapierst du's nicht? Ich will ein Date haben. Ich bin so alleine. Ich verstehe, du hast auch schöne Beine. Oh yeah. Neu im Haus Zur startet in dieser Woche Hotel Transsilvanien 3, ein Monsterurlaub. Im dritten Teil der Animationsfilmreihe begeben sich Mavis, ihr Vater Drac und die ganze Familie und Freunde auf eine Kreuzfahrt. Erneut mit der Stimme von Rick Cavanian. Und neu dabei ist Anke Engelke als Kapitänin Erika, die Böses im Schilde führt. Rick und ich sind im Synchronstudio und haben gerade sehr viel Spaß. Wir freuen uns sehr, dass wir Captain Erika und Dracula sein dürfen. Dracula, im dritten Teil. Sie ist neu, aber frisch am Tisch. Richtig. Ich bin Captain Erika! Oh, ja, 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 ja. Das wird so viel Spaß machen. Heute ist ein wunderschöner Tag. Du weißt, ich hasse Überraschungen. Wir werden durchdrehen. Wir werden durchdrehen. Denisovic, jetzt geht's auch. Ja, ja. Die Geschichte im dritten Teil geht darum, Dracula hat irre viel zu tun, kriegt eigentlich gar nicht mit, wie überarbeitet er ist, versucht auf diversen Internetportalen Anschluss zu finden. Mavis sieht, dass es ihrem Vater nicht gut geht. Der braucht mal eine neue Umgebung. Deswegen nimmt sie alle Monster mit auf große Reise. Eine Kreuzfahrt? Wow. Überraschung! Oh nein, 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 nein. Hab's? Zu Anfang sträubt sich direkt ein bisschen gegen diese Art von Urlaub, weil er das als schwimmendes Hotel sieht. Es ist ein Hotel auf dem Wasser. Aber er begreift relativ schnell, dass es schön ist und das hat auch ein bisschen was mit Captain Erika natürlich zu tun. Es chinkt. Vielleicht gibt's für dich ein persönliches Feuerwerk. Wir sind hier nicht auf dem Traumschiff, Frank. Ahoi, Freunde! Ich bin Captain Erika. Sie ist auf den ersten Blick eine perfekte Kapitänin, hat allerdings eine dunkle Seite. Und dass da Chaos vorprogrammiert ist, das kann man sich vorstellen. Sag Hallo, Bob. Hallo, Bob. Lächeln. Danke. Genial, Schatz. Das ist jetzt der dritte Teil. Dracula lebt in mir. Ich kann mich gar nicht dagegen wehren. Das ist ihm so übergegangen in Fleisch und Blut, dass er das nicht mehr so gut abstellen kann. Zu kurz, aber wunderbar. Wenn ich Rick sprechen höre, es ist jeder Satz, egal ob es lustig ist oder nicht, ist einfach so witzig. Du bitte Schula Kubide? Dula de Schula Kubide. Es gab bei den Synchronarbeiten eigentlich für mich nur eine große Schwierigkeit, nämlich nicht immer vor Lachen loszuprusten, wenn ich die Sachen zum ersten Mal sah. Ah, ein schönes Plätzchen. Hier hau ich mich hin. Das war für mich komplett neu und ich war mega aufgeregt. Ich glaube, jeder, der das von außen betrachtet, muss denken, ich habe einen kompletten Sockenschuss. Das ist schöner Irrsinn. Das ist albern, das ist skurril. Neue Monster, sehr gute Musik, schnelle Dialoge. Und dann sprich einfach sehr, sehr schnell alles, was nein, hier nein, steht. Nein, nicht, keine Ahnung. Das ist das, was wir in der Filmbranche einen Film für die ganze Familie nennen. Das ist sehr aktuell, das trifft wahnsinnig den Zahn der Zeit, gerade wenn es darum geht, wie unterschiedliche Lebewesen eigentlich doch ganz gut selbst aus so einem kleinen Schiff miteinander zurechtkommen können. Und es ist so lustig. Oh nein, Blobby muss sich übergeben. Papi. Oh. Wie schon die beiden Vorgänger ist auch der dritte Teil ein Spaß für die ganze Familie. Sir, Familie Scaletti ist eingetroffen und möchte einchecken. Ja, wunderbar, ich habe sie bereit. Oh nein, Sitz! Der Kaffeeklatsch ist zurück im Haus Zur. Diesmal gibt es die Reihe sonntags. Ab 12 Uhr gibt es ein Stück Kuchen und Kaffee bis zum Abwinken. Danach einen Sektempfang vor dem Saal und ab 13 Uhr dann einen ausgewählten Film ohne Werbung. Den Anfang macht die französische Komödie Ein Lied in Gottes Ohr. Darin gründen ein Rabbi, ein Pfarrer und ein Imam eine Band. Der Eintritt kostet nur 10 Euro. Sie sind an der Reihe, Samuel. Was ist? Ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Samuel! Oh, Michael! Nein. Samuel! Samuel! Das gibt's doch nicht! Oh la la, ist doch nicht wahr! Ich schaffe es nicht, Nicola. Es tut mir leid. Vor 2 Minuten waren Sie noch top in Form. Ich weiß nicht, was er gegen mich hat, Monsef, aber ich spüre eindeutig eine Feindseligkeit. Und ich kann unter solchen Bedingungen nicht arbeiten, das ist alles. Aber nein, er verehrt Sie. Ja, klar. Er weiß nicht mal meinen Vornamen. Die Welt ist so böse.
savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer sans rien attendre en retour.